Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann, diese Bank war echt gemütlich. Endlich mal wieder gut geschlafen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Beim letzten Mal haben wir den Teleport freigeschaltet und ein neues Lied sogar noch obendrein. Und wir haben dadurch ein bisschen was zu tun heute. Weil wir müssen jetzt diese Prüfung mal nachholen, die es ja gibt. Auch mal werde ich bewusstlos nach einem Teleport. So, hier unten war eine von diesen Geobasen. Das kann ich mir ja schon mal ausrüsten. So, jetzt nochmal nur kurz nachgucken, wie der Song geht. Okay, dadurch weiß ich jetzt die Teile wieder. Ich vergesse das halt jedes Mal. So, geschafft. Let's go! In jeder Zeile darf jede Note nur einmal vorkommen. In jeder Spalte darf. Okay. Ich hoffe, ich mache das richtig. Nee. In jeder Spalte darf jede Note nur einmal vorkommen. Und wie genau mache ich das jetzt? Okay, Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft. Okay, wir haben ein neues Rätsel. Ja, wieder in jeder Zeile darf nur jedes noch einmal vorkommen. Was haben wir denn hier? Dann vielleicht lila, grün und... So, weiter geht's. Ich erkläre jetzt nicht, wie ich da drauf komme. Da muss man sich ein bisschen die Teile angucken. Es ist zu kompliziert zum Erklären, ganz ehrlich. Gucken. Ich würde sagen, grün als nächstes. Man muss halt einfach auf die Zeichen da achten. Okay, das war's offenbar. Muss einfach auch die richtige Reihenfolge finden. Okay, Leute, den Dungeon haben wir geschafft. Ah, Gratulation zum Meistern dieser Geo-Prüfung. In diesem Geo-Haus bist du Besucher Nummer 1. Ja, tatsächlich der allererste. Hier ist dein Ticket. Besuche die nächste Geo-Basis, um deine Preise abzuholen. Okay, die nächste haben wir in Atai. Da sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, noch nicht ganz in Atai, aber es ist eine Geobasis, also... Oh, scheiße, Bomben noch, weil ich mich da oben gerade eben durchgesprengt habe. Nochmal den Song gucken. So, das war der Song. Auf der Brücke auf dem Weg war auch noch eine Geobasis, habe ich komplett vergessen. Okay. Offenbar muss ich hier nur den... Steinblock da drauf bringen. Das ist easy. Okay, hier muss ich die einzelnen Kisten aufeinander tun. Und da reinschmeißen, weil das Gewicht drückt die gegenseitig runter. Äh.
Okay, das war Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2. Und Nummer 3. Oh, jetzt muss ich 3 Knöpfe drücken. So, die drücken den Knopf. Mit dem hier drücke ich den ganz links. So. Und mit dem hier natürlich den unten rechts. Und fertig ist das Rätsel. Glückwunsch, du hast diese Geo-Prüfung gemeistert. In diesem Geo-Haus bist du Besucher 423. Hier ist dein Ticket. Suche die nächste Geo-Basis, um deine Preise abzuholen. So, wo komme ich raus? Da. So, und hier müsste jetzt eigentlich auch schon die nächste sein. Nee. Aber hier ist zumindest ein Geschenk für mich. Welches davon war denn jetzt der Geobasisteil? Ich weiß, dass hier auch eine war. Ich glaube, die war unterirdisch. Dann brauche ich ein bisschen länger. Aber erstmal werde ich jetzt meine Taschen hier erweitern. So. Ich habe meinen Job erfüllt. Meine Taschen sind um 2 erweitert. Meine Hunde kläffen gerade wie bekloppt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Einen Moment, ich stelle eben kurz meine Hunde ruhig. Das geht mir nämlich auf den Keks. So. Meine Hunde sind jetzt ruhig, jetzt kann ich hier lang. Was werden wir finden? Nee, hier war die Metro. Hier ist, wäre der zweite Brunnen. Und hier ist etwas von den Ouroboros-Banditen, das wir betreten könnten. Ich muss den Song nachgucken. Weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Okay, ein Hindernislauf. Wahrscheinlich wegen einer der Schriftrollen. Können wir auch eben absammeln. Okay, kann ich die Dinge eigentlich abwehren? Würde ich gerne testen. Okay, ich muss die Dinge abwehren. Ich müsste auch mal springen, ich Volldepp. Geschafft. Jetzt kommt Rätsel Nummer 3. Ich springe wieder perfekt rein. Man kennt's. Jetzt habe ich mir den Doppelhit geholt. Das ist die eigentliche Challenge, Leute. Immer perfekt von dem Teil getroffen zu werden. Ich weiß, ihr dachtet, das wäre genau andersrum. Die werden auch manchmal von den oberen geblockt. Die oberen schmeißen mich auch nicht runter. Tut mir halt aber trotzdem weh.
Und wieso bin ich da jetzt runtergerutscht? So, geschafft. Danke. Wo komme ich raus? Ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Okay. Ich meine aber trotzdem, dass hier irgendwo eine Geobasis war. So Leute, die letzte Geoprüfung für heute. In der Datei habe ich leider nichts gefunden. Okay, einfach nur einen Schalter mittendrin suchen. Das ist ja mega easy. Ich habe nichts gesagt. Man sieht die überhaupt nicht. Woran? Okay, da kommt so ein bisschen Staub hoch. Weiß aber nie, ob das wirklich was auszusagen hat. Ah. Okay, so müsst ihr die hier haben. Jetzt wahrscheinlich drei Schalter. Ich glaube, hier ist ein Schalter, weil da kam ein Geräusch. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ich muss eine Bombe ablegen. Okay. Glückwunsch, du hast diese Geoprüfung gemeistert. In diesem Geohaus bist du Besucher 639. Hier ist dein Ticket. Besuche die nächste Geobasis, um deine Preise abzuholen. Das will ich auch jetzt eben noch machen. Das heißt, ab zur Geobasis. Und dann ist auch Schluss für heute. Jetzt kann ich mir hier endlich ein paar Preise abholen. So, wie viele Tickets habe ich? 3 offenbar. Ein Geo-Ticket auf jeden Fall für das Herz. Achso, das habe ich schon geholt. Das Energiejuwel kann ich mir für 2 holen. Ein bisschen mehr Energie. Und das goldene Ei. Ich weiß nie, ob ich das mehrmals holen kann. Das macht 80 HP und ich kann das nochmal kochen. Wo ist die Kochstelle? Ist hier nirgendwo ein Feuer? Da ist ein Feuer. Ey, ich koche das jetzt. Entweder wird das die größte Demütigung in meinem Leben oder die beste Entscheidung. Das war die dümmste Entscheidung, die ich jemals hatte. Ich hätte das 80er-Ding gerade weggeworfen. Na gut, ich brauche eh 5-mal noch verdorbenes Essen. Ja, Leute. Wenn ich nochmal so ein goldenes Ei habe, das gebe ich definitiv nicht zum Braten her. Das verkacke ich eh nur. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.